Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video aus dem WinLab. Wart ihr schon mal bei unserem Open Lab Day? Nein? Dann zeige ich euch heute, was man da alles Tolles machen kann. Immer mittwochs von 9 bis 19 Uhr können Interessierte bei uns ihre eigenen Projekte und Ideen realisieren. Kommt, ich zeige euch, wo es lang geht. Unser Makerspace befindet sich auf dem Campus der Technischen Hochschule Wildau. Ihr findet uns in Haus 16 Aufgang A in der zweiten Etage. Wenn ihr zum ersten Mal bei uns zu Gast seid, bekommt ihr eine Erstunterweisung vor Ort. Diese Erstunterweisung findet zu jeder vollen Stunde statt und eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich. Bei der Erstunterweisung erfahrt ihr alles über unser Lab. Ihr lernt die Geräte kennen und bekommt Inspiration für eure Projekte. Außerdem ist ein wesentlicher Bestandteil unsere Arbeitsschutzunterweisung. Diese Arbeitsschutzunterweisung wird jedes Jahr einmal aufgefrischt. Wenn ihr Fragen habt, zu jeder Zeit, wenn ihr bei uns im Lab seid, fragt einen unserer Mitarbeitenden. Ihr erkennt diese an unseren Mitarbeiter-T-Shirts. Wir zeigen euch nun ein paar Projekte unserer User aus den letzten Wochen, die hier beim Open Lab Day realisiert wurden. Seid gespannt und seht, was für Einfallsreichtum und Ideenvielfalt dahinter steckt. Hier begleiten wir eine Userin am Open Lab Day bei ihrem Arduino-Uhrenprojekt. Sie baut eine sogenannte Word Clock. Die Uhrzeit wird also nicht in Zahlen, sondern in Wörtern angezeigt. Dafür wird ein Bilderrahmen einer bekannten schwedischen Möbelkette umfunktioniert. Die Front entsteht aus einer schwarz beschichteten MDF-Platte, in die mit Hilfe des Lasercutters die entsprechenden Wörter gelasert werden. Diese ersetzt dann das Glas bzw. die transparente Kunststoffplatte des Rahmens. Auf der Rückwand des Bilderrahmens werden die LED-Streifen positioniert, fixiert und verlötet. Als Mikrocontroller findet hier ein Arduino Nano Anwendung. Der passende Code wird am PC in der Arduino IDE geschrieben und auf den Nano übertragen. Auf den üblichen Plattformen findet ihr nutzbare Codes wie zum Beispiel auf GitHub. Aktuell ist das Ganze noch etwas provisorisch mit Gaffertape befestigt, das wird natürlich noch final gelöst. Die Textilbearbeitung mit Flexfolie ist bei uns im WinLab sehr beliebt. Zahlreiche User nutzen diese Technik, um schnell eigene Designs auf Textilien zu bringen. Dafür erstellt man eine Vektorgrafik am PC und lässt diese mit unserem Schneideplotter ausschneiden. Ein entsprechendes Video dazu ist in der Beschreibung verlinkt. Die Flexfolie ist eine zweischichtige Folie, die zum Transferdruck auf Textilien verwendet wird. Man kann damit Schriftzüge, Grafiken und Muster mit Hilfe einer Heißpresse aufbügeln. Zwei Projekte haben wir am heutigen Open Lab Day begleitet. Zum einen das Aufbringen von Namen auf Fußballtrikots mit einer schwarzen Folie und zum anderen einen mehrfarbigen Druck, der durch das Aufbügeln mehrerer Folien entsteht. Nachdem der Schneideplotter das Motiv in die Folie geschnitten hat, wird nun die Folie entgittert. Dabei entfernt man die farbige Folie, die nicht Teil des Motivs ist. Am Ende bleibt das gewünschte Motiv auf der transparenten Transferfolie übrig. Die Folie wird nun auf dem Textil an gewünschter Stelle positioniert und mit unserer Heißpresse bei 170 Grad Celsius für 18 Sekunden gepresst. Nach dem Abkühlen kann die Transferfolie abgezogen werden und unser Foliendruck ist fertig. Das Textil ist natürlich waschbar. Für eine lange Haltbarkeit empfiehlt sich das Waschen auf links bei maximal 40 Grad. Vielleicht kennt ihr bereits unser Timelapse-Video hier im Kanal. Dort haben wir vor ein paar Wochen gezeigt, wie ein solches Video entsteht.
Hier seht ihr einen Blick hinter die Kulissen, also den Aufbau des Filmsets, um dieses Video zu erstellen. Auch so etwas ist Teil der Projekte am Open Lab Day. Unsere User können live dabei sein und zugucken, was bei uns realisiert wird. Gedruckt wird hier ein Objekt auf unserem kleinsten Drucker, dem BCN 3D Sigma. Viele Studierende der TH Wildau nutzen unter anderem den Open Lab Day, um ihre Projekte zu realisieren. So auch drei Studierende aus dem Studiengang Automatisierungstechnik. Der Studiengang betreibt aktuell mehrere Solarboote, die jährlich an der Solarbootregatta teilnehmen. Diese Boote nutzen derzeit kommerziell erhältliche Hardware für ihr Energiesystem. Das langfristige Ziel ist es, diese Standardlösungen durch selbstentwickelte Komponenten zu ersetzen und integrierte Regelsysteme für Antrieb und Fahrbetrieb zu entwickeln. Um den Studierenden und Forschenden die Möglichkeit zu geben, schnell neue Ideen zu testen, wurde ein Modellboot von der Professur für Regelung komplexer Systeme erworben. Das Ziel ist es, dieses vorhandene Boot mit bereits vorhandenen Solarzellen auszustatten, um während des Betriebs den Akku zu laden und so die maximale Betriebsdauer zu verlängern. Dieser Ansatz unterstützt das übergeordnete Ziel, die Effizienz und Nachhaltigkeit von Solarbooten zu verbessern und ihre Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungsbereichen zu erweitern. Hier sehen wir den im WinLab gebauten Prototypen. Die seitlichen Schwimmer wurden konstruiert, um den Auftrieb des Bootes zu erhöhen. Um eine vollständige Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, sind diese 3D-gedruckten Teile mit Epoxidharz beschichtet. Gedruckt wurde mit PETG. Dieses Filament hat hervorragende Eigenschaften für den Einsatz in Wasserumgebungen und zeichnet sich durch seine Wasser- und UV-Beständigkeit aus. Kommen wir nun zu einem Projekt, das an unserem Lasercutter umgesetzt wurde. Hier sehen wir am PC eine eingescannte Zeichnung, die mit dem Vektorprogramm Illustrator für den Lasercutter vorbereitet wird. Ziel ist es, diese Zeichnung auf ein Brettchen zu gravieren, als Geschenk. Es eignen sich besonders kontrastreiche Zeichnungen, aber auch Fotos können mit ein paar Klicks so aufbereitet werden, dass eine Lasergravur dieser möglich ist. Mit unserer Stickmaschine werden hier selbstdesignte Grafiken auf Filz gestickt. Diese werden hinterher auf Bügelfolie aufgebracht und ausgeschnitten, um sie als Patches für Kleidung zu nutzen. Die Grafiken für die Stickmaschine können entweder analog oder digital hergestellt werden und dann in unserem Vektorprogramm für die Stickmaschine exportiert werden. Dass die Nachbearbeitung von 3D-gedruckten Teilen auch ziemlich aufwendig sein kann, zeigt dieses Projekt. Es wurden Requisiten für ein Cosplay-Kostüm gedruckt. Die mit PLA gedruckten Teile mussten mit dem Seitenschneider und einem Dremel vom Support befreit werden. Der Support ist beim Drucken das Stützmaterial, um Überhänge abzustützen. Dieses Material muss dann hinterher entfernt werden. Die rauen Stellen können glatt gefeilt werden. Diese gedruckten Hörner sollen später noch lackiert werden und werden Teil eines von der Userin selbstdesignten Gesamtkunstwerkes. Das 3D-Scannen hat zahlreiche Anwendungsbereiche. Hier kam unser Artex Space Spider zum Einsatz. Ziel war es, den Kopf eines Users einzuscannen, um eine passgenaue Kopfstütze für einen Rollstuhl mit dem 3D-Drucker herstellen zu können. Die Badekappe war notwendig, da der Scanner Haare nicht so gut erfassen kann und glatte Oberflächen bevorzugt. Auf dem Bildschirm seht ihr die ersten Scan-Ergebnisse. Unser Lasercutter kommt nicht nur für zweidimensionale Projekte zum Einsatz. Hier wurde ein umfangreicher Bausatz eines Leuchtturms aus Sperrholzplatten gelasert. Die Teile wurden nach und nach mit etwas Holzleim zusammengefügt und das Highlight ist die Programmierung einer Platine im Inneren des Leuchtturms.
Dieser ist mit einem Sensor versehen und bei Dunkelheit gibt der Leuchtturm sein Leuchtfeuer ab. Dabei durfte ich lernen, dass jeder Leuchtturm seine eigene Kennung hat, die sogenannte Leuchtcharakteristik. Mit der Dunkelheit mussten wir hier ein bisschen nachhelfen. Der Sensor wird mit dem Finger abgedeckt, um das gewünschte Ergebnis zu zeigen. Hier seht ihr die Datron M8 Cube CNC Fräse. Diese steht bei uns im Erdgeschoss in unserem Raum für die Großgeräte. Das hier gefräste Alurad ist Teil eines Messaufbaus im Rahmen einer Masterarbeit im Studiengang Photonik. Das Rad ist ein sogenannter Chopper, also eine rotierende Sektorblende, die das Licht in seiner Intensität modulieren kann. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in unseren Open Lab Day gefallen. Natürlich konnten wir nur einen kleinen Bruchteil von Projekten zeigen, die bei uns umgesetzt wurden. Weitere Inspiration gibt es hier auf unserem YouTube-Kanal und auch bei Instagram stellen wir mehrmals pro Woche tolle Projekte unserer User vor. Wir würden uns freuen, wenn auch ihr mal vorbeikommt, um etwas Makerluft zu schnuppern, immer mittwochs von 9 bis 19 Uhr.